Heute gibt es 6 Tipps plus ein Bonustipp für bessere Konzertfotos mit eurem Smartphone. Los geht's! Bevor es aber zu den Tipps geht, wollen wir uns mit einer grundsätzlichen Frage beschäftigen. Darf man das überhaupt? Fotos an Konzerten machen? Eigentlich nein, und zwar aus 2 Gründen. Zum einen habt ihr bestimmt schon mal ein Schild bzw. einen Hinweis wie diesen hier gesehen. Der Veranstalter bzw. der Clubbesitzer hat unter dem Hausrecht die Möglichkeit, Regeln aufzustellen und kann das Fotografieren auf dem Gelände bzw. im Lokal verbieten. Zum zweiten stellt sich die Frage, ob der Künstler respektive die Band überhaupt fotografiert werden will. Denn jeder Mensch hat das Recht am eigenen Bild, das heißt, er kann entscheiden, ob er fotografiert werden will oder nicht und was mit dem Bild geschieht. Ihr müsst eine Person also fragen, ob sie fotografiert werden will. Das gleiche gilt übrigens auch für Videos. Soweit zur Theorie. In der Praxis allerdings wird das Fotografieren an Konzerten oft geduldet, sofern ihr den Betrieb nicht stört, die Bilder nur für Privatgebrauch verwendet und nicht verkauft und die Band nicht negativ darstellt. Außerdem findet ihr recht schnell heraus, ob der Fotografierte abgelichtet werden will oder eben nicht. Denkt also dran, begegnet dem Ganzen mit dem nötigen Respekt und lasst das Fotografieren bzw. Filmen sein, wenn ihr merkt, dass es nicht erwünscht ist. Und noch was, wenn du ein Handy hast, das aus einer Zeit kommt, als Nokia noch Erfolg hatte, stehen deine Chancen eher schlecht. Je älter das Gerät, desto schlechter die Kamera. In der Regel. Kommen wir nun zu den Tipps. Nummer 1, Blitz aus. Bei Konzerten ist das Licht meistens, sagen wir, bescheiden oder beschissen. Das fehlende Licht will die Kamera dann durch den Blitz ausgleichen. Der Blitz schadet allerdings mehr, als er wirklich nützt. Steht ihr zu weit hinten, werden höchstens die Hinterköpfe der vorderen Reihe korrekt belichtet und im schlimmsten Fall auch fokussiert und damit scharf. Dabei soll der Fokus ja auf der Band liegen. Der Blitz reicht hier eigentlich nie bis zur Bühne und ist somit bloß ein Akkufresser. Steht ihr so weit vorne, dass der Blitz etwas ausrichten kann, werden die Künstler auf der Bühne tot geblitzt und das neutrale Licht zerstört die Lichtstimmung auf dem Bild. Deshalb ganz klar Blitz aus. Nummer 2. Zoomen mit den Füßen. Klingt komisch, ist aber so. Nahezu jede Smartphone-Kamera hat einen digitalen Zoom. Das heißt, das Bild wird bloß hochskaliert, also vergrößert. Dadurch verliert ihr massiv an Qualität. Zudem habt ihr auch weniger Licht, da das Licht mit der Distanz schwächer wird. Auch werden bei vollem Zoom die Bilder selbst bei den kleinsten Bewegungen viel öfters unscharf. Deshalb, soll ein gutes Bild entstehen, musst du nah zur Bühne gehen. Nummer 3. Tablet weg. Immer öfter sieht man an Konzerten dieses Bild. Ein Tablet ist einfach nicht fürs Fotografieren gemacht. Mal abgesehen davon, dass es einfach dämlich aussieht, können die Leute hinter euch die Show nur noch durch den Tablet-Monitor sehen. Die Kamera, welche bei Tablets eingebaut wird, ist oft nicht so gut wie die bei einem Smartphone aus einem ähnlichen Baujahr. Soll heißen, Tablets machen nicht die besseren Bilder. Also, Smartphone nehmen, braucht auch weniger Platz. Nummer 4. Mehrere Fotos und der richtige Moment. Macht mehrere Fotos hintereinander. Bei vielen Kameras habt ihr eine Serienbildfunktion, die ihr meistens aktiviert, indem ihr einfach auf dem Auslöser bleibt. Dadurch steigt die Chance, ein gutes Bild zu bekommen, denn oft bewegen sich die Musiker und werden dadurch nicht scharf abgebildet. Rennt der Frontmann auf der Bühne rum wie eine Katze auf Meth, dann ist es nahezu unmöglich, da etwas scharf zu bekommen. Achtet außerdem auf das Licht und drückt ab, wenn viel davon vorhanden ist. Nummer 5. Video. Eigentlich wollten wir diesen Punkt kein Video nennen, denn während die Bildqualität oftmals ganz akzeptabel ist, ist der Sound eine mittlere Katastrophe. Und wenn diese Bewegtbilder dann noch auf YouTube hochgeladen werden, steigt das Angebot an tonüberschlagenen Videos weiter an. Andererseits gibt es dann auch ein Video, wenn mal was Außergewöhnliches passiert und die Presse kann das unter Umständen dann verwenden. Erstmal ganz wichtig, nicht nur bei Konzerten, immer im Querformat filmen, also so. Oder sieht es bei euch zu Hause so aus? Achtet darauf, dass ihr die Kamera ruhig haltet und nicht sprecht oder singt, denn sonst seid nur ihr zu hören. Okay, wenn ihr gut singen könnt, aber egal.
und steht nicht zu nahe an den Boxen, denn sonst überschlägt sich der Ton noch mehr als sonst. Eine gute Position dafür ist in der Mitte der Bühne. Seid ihr weiter weg, wird der Ton etwas besser, aber dafür die Bildqualität umso mieser. Nummer 6. Ruhiger Halt. Dadurch, dass wenig Licht vorhanden ist, stellt die Kamera eine relativ lange Belichtungszeit ein. Eine lange Belichtungszeit sorgt dafür, dass bei Bewegungen im Bild der bewegende Teil unscharf dargestellt wird. Im schlimmsten Fall das komplette Bild. Achtet hierbei also darauf, dass ihr die Kamera möglichst ruhig haltet und gegebenenfalls irgendwo hinstellt. Und der Bonustipp: Genieße den Moment. Lasst das Handy einfach mal in der Tasche und genieße die Show. Ich habe auch schon Fans gesehen, die nahezu das gesamte Konzert durchgefilmt haben und damit den Besuchern hinter ihnen gezwungen haben, den Gig durch ein Display zu sehen. Also mach ein paar Fotos, steck dann das Handy weg und genieße die Show. Denn kein Foto ist so schön, so perfekt wie das Bild in deiner Erinnerung. Übrigens, wenn ihr einer von uns mit einer Kamera rumrennen seht, werden die Fotos in den nächsten Tagen auf unserer Facebook-Seite und auf unserer Webseite zu sehen sein. Diese dürft ihr für private Zwecke verwenden, also beispielsweise ausdrucken als Hintergrund fürs Handy etc. Alles kein Problem. Das war's mit unseren Tipps fürs Fotografieren. Habt ihr noch mehr? Schreibt's in die Kommentare. Wie immer, Video liken, teilen und diesen Kanal abonnieren. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss!